Ja, egal. Das Problem ist, wenn ich jetzt mit dir spiele, wollen alle mit mir spielen. Das ist auch blöd, ne? Oder du kommst Legend und dann spielen wir gegeneinander. Aus Zufall. Das geht auch. Die Frage ist halt, ob du das schaffst. Genau, das ist das Einfachste. Du spielst auch Legend, dann Q-snipest du mich. Das geht ziemlich einfach. Das geht auf jeden Fall locker. Gegen mich zu spielen einfach so ist ziemlich schwer, weil wenn du dann spielen willst, wollen der spielen, will der spielen, wer spielen, dann spielen wir uns heute Abend. Und dann spielen wir noch den Constructed Legend Mode, den ich eigentlich spielen will. Also, Eklat ist nice, der Rest ist hier erstmal Garbage. Mittelmäßig. Genau, also wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder so, könnt ihr gerne im Chat posten. Freue mich auf jeden Fall drüber. Genau, und generell, falls ihr halt noch Karten habt, die in das Deck reintun wollt, das Deck ist ja noch lange nicht fertig, das Deck ist einfach nur so in 3 Tagen entstanden. Und ja, wenn ihr noch Vorschläge habt, wenn ihr noch Karten habt, wo ihr sagt, okay, die können vielleicht reinpassen, kannst du auf jeden Fall im Chat posten, dann können wir ein bisschen drüber diskutieren, weil macht es immer Spaß, mit Leuten über Hearthstone zu diskutieren. Das ist eine der besten Sachen, das ist auch der Grund, warum ich streame eigentlich. Weil es cool finde, mit Leuten so zu reden, zu interagieren und sowas. Eine Sache, die man beachten muss in dem Matchup ist, man darf nicht zu viele Karten ziehen, weil es könnte sein, dass es ein Control Warrior ist, geht es in Fatigue. Und so sollen zum Beispiel solche Karten wie Solemn Vigil eigentlich gar nicht spielen. Weil, desto mehr wir Karten ziehen, desto mehr Fatigue kriegen wir und so weiter. Ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel Lay on Hands rausgenommen habe. Lay on Hands in den Warrior-Matches immer alles versaut, weil ich einfach zu krass in Fatigue war, zum Beispiel. Aber schauen wir mal, was für ein Warrior ist. Es kann aber auch sein, dass es ein Aggro Warrior ist, theoretisch. Search for Justicar. Richtig. Sven's Fels Control Warrior ist auf jeden Fall die richtige Variante. Combo. Machen wir das? Er kann ja noch easy wegtraden, aber was Besseres haben wir nicht, oder? Ne, was Besseres haben wir nicht, also machen wir es. So, hast du ein Lieblingsdeck? Also generell. Meine Lieblingsklasse ist Druide, mit Abstand. Das habe ich schon öfters mal gesagt. Mein Lieblingsdeck variiert halt immer. Zurzeit ist das hier, aber es ist halt das einzige, was ich spiele, deswegen weiß ich nicht. Aber ich denke mal so. Früher hat mir Handlock sehr viel Spaß gemacht. Also sehr viel Spaß gemacht. Dann hat mir Druid immer sehr viel Spaß gemacht. Und vor allem eben Yogg-Druid, seit es diesen Yogg eben gibt. Und ja. Aber ich habe jetzt nicht so ein Deck, was ich schon seit am Beginn der Zeit jedes Mal liebe, so. Das gibt es irgendwie gar nicht so bei mir. Okay, Peacekeeper ist nicht toll hier, aber naja, egal. Wir machen es einfach. Wir machen es einfach. Also nicht so richtig ein liebes Deck, würde ich sagen. Er wechselt von Zeit zu Zeit. I would say. So. Okay, Sylvanas ist hier nicht toll. Muss man sagen, ist wirklich nicht toll. Aber was willst du machen? Consecration ist auch nicht toll. Ist auch okay eigentlich. Ich meine, wenn es ein Control Warrior ist, viel besser wird die Consec nicht mehr. Ganz ehrlich. Viel besser wird die Consec nicht mehr. Machen wir es einfach. Wir haben noch Equality im Deck und Enter the Colosseum. Das heißt, wir müssen die Umblick auf Pyromancer warten. Ist okay. It's fine. Splu. Alles klar. Wie stark ist eigentlich Treuherz in einem Paladin-Deck? Oder in einem Palast-Deck, aber ich sag mal Paladin-Deck. Man kommt ja nur 2 Tokens. Tja. Ich sag mal so. Ich will die Frage erstmal unbeantwortet lassen. Und mal schauen, ob wir die Karte dieses Spiel noch ziehen. Und wenn wir dieses Spiel ziehen, dann wirst du danach die Frage beantwortet haben. Weil es eine der besten Karten im Control-Matchup ist. Weil das Gute ist ja,
kriegst nicht nur einmal 1-1, sondern du kriegst zweimal, dreimal, viermal. Wenn das Spiel 30 Runden geht, kriegst du 15 mal 1-1 extra. Das sind 15-15 Stats. Das ist krass. Und wenn das Spiel so lang geht, ist es richtig krass, wenn du jede Runde einen 1-1er mehr bekommst. Und zwar nicht nur so ein bisschen krass, sondern richtig krass. Das ist wirklich wie ein 6-Manner 6-3 Battlecry. In 30 Runden kriegst du plus 30 plus 30, theoretisch, ne? Das ist übel krass. Und in einem Control-Matchup, wie zum Beispiel dem, was wir gerade spielen, hurra, hurra, ist es halt gut. Da wir eben sehr viel Value generieren. Oft könnte sogar eine Brawl forcen oder so. Was es aber die Möglichkeit gibt, mit unseren anderen Minions, die wirklich stark sind, also die starken Minions, zu spielen, ohne dass sie removed werden, was super nice ist. Und Troyer ist meiner Meinung nach eine der absoluten geilsten Karten im Deck. Ich will nicht sagen, dass es so essentiell ist, und man kann sie auch ohne spielen, das ist nicht schlecht, weil es eben nur gegen bestimmte Matchups gut ist, aber gegen diese Matchups ist es halt awesome. Jetzt brauchen wir Harrison Jones, und zwar sofort. So. Scheiße. Ragnaros ist gut hier. Aber er hat einen Gore Howl und er hat noch so viele Karten. Ich habe Angst. Er ist 6 Leben. Das ist das einzige Gute. Alles andere ist schlecht. Okay, wir haben Tyrion und Azor. Das ist auch gut. Man darf es noch nicht untertreiben. Man darf es noch nicht zu schwarz sehen. Wir haben Tyrion und Azor. Das ist auch pretty gut, würde ich sagen. Okay, wir haben das Spiel gewonnen. Wir haben das Spiel wahrscheinlich gewonnen. Nicht sicher, aber wahrscheinlich. Okay. Ich denke, bezahlst du jetzt Turtles hin? Was für Alternativen gibt es mit Turtles noch? Wir haben fast alle guten Battles in dem Deck drin. Oh, was hat er für ein Lack? Es gibt noch diesen Taunt. Der ist ziemlich bad, habe ich rausgenommen, weil er nicht so geil war. Wow. Wir können ihn silenten, theoretisch. Oder auch Tyrion slammen und sagen so, whatever, we don't care. Gefällt mir ganz gut eigentlich, Tyrion slam einfach. Ja, Tyrion. Tyrion ist Tyrion. Was für Deathrattles gibt es noch, die gut sind? Sag doch mal Deathrattles, die noch gut sind, die wir noch nicht spielen. Die einzige Karte, die vielleicht noch einigermaßen okay wäre mit, wäre Chillmore. Und Chillmore ohne Drachen ist auch nicht so überragend. Chillmore ist dieser Drache da, der so ein AoE macht, aber halt in unserem Deck man eben nicht. Ist das so geil? Nee, es gibt ja einfach keine guten Deathrattles. Fertig. So ist es. So sieht's aus. Ja. GG. Das war awesome. Aber wir haben einen zweiten. Das ist gut. Come on. Ah, komm, als ob du den 6. Attacke drauf machst, sogar. Unbelievable. Okay. Wir kriegen Sylvanas und Tyrion. Das ist genug, finde ich. Let's go. Diesmal kann er kein Harrison Jones mehr spielen, der Pimmler. Schlamm. Schlammt er mal den Tyrion. Shield Block. Alles klar, ist ja nichts Schlimmes. Von Shield Slam. Nein. Wow, das ist Cthulhu Roar hier. Seine erste Cthulhu-Karte. GG. Glamour, okay. Welcome, welcome. Und wir haben bisher kein Spiel verloren. Wir sind 4-0 im Deck. Also, es sagt schon so. Wir müssen eigentlich einen Score mal eintragen. Wie wär's denn damit? Schuppdiwupp, passt auf. So. Wie machen wir das denn jetzt hier? Also der Score.
Alles klar. Ein lockeres 4 zu 0. Schuppdiwuppdiwupp. Ich hab einen Battletech-Chat. 2, 6, 5. Yo. Ist dein Deck gut gegen Temple Warrior? Weiß ich nicht. Ich denke nicht, to be honest. Temple Warrior ist so ähnlich wie Dragon Warrior. Und Dragon Warrior ist so ein Matchup, wo du halt Reno brauchst. So ähnlich wie Hunter. Wenn du Reno hast, ist es halt super gut. Wenn du ihn nur nicht hast, ist es halt super schlecht. Ich denke, es ist so ähnlich. Du brauchst halt Reno Jackson. Und wenn du den nicht hast, ist es halt sehr, sehr schwer, weil Temple Warrior einfach so viel krasse Pressure macht. Trotzdem ist es kein Unwinnable-Matchup. Aber sowas wie zum Beispiel das schlimmste Matchup ist einfach Rogue. Rogue ist wirklich absolut hässlich. Das ist das Schlimmste mit Abstand. Alles andere ist nochmal 50.000 besser als Rogue. Rogue ist wirklich so. Wenn man jetzt anschaut, die Matchup so, ist so irgendwo hier oben ist so Schamane und Hunter und irgendwie wahrscheinlich auch Warrior. Sind alle so, ich sage mal 40% oder so. Aber Rogue ist nochmal 50 mal harder. Rogue ist, ich habe glaube ich gegen Rogue einmal gewonnen oder so. Von 7 Versuchen. Also Rogue ist das Schlimmste. Weil Rogue hat Zap und ich kann das Death Rattle so hart punishen und ja, ist einfach unfair. Okay, 1000 Freunde, ich muss leider sagen, ihr seht hier, ich habe 160 Freunde. Das heißt, ich werde wahrscheinlich irgendwann euch alle rausschmeißen müssen. Aber ich sag mal so, gerade tut's ja nicht weh, also ich sag mal so. Seid nicht überrascht, wenn ihr irgendwann einfach nicht mehr da seid. Tut mir wirklich leid, aber irgendwann ist halt voll. Und wenn jetzt mich jemand addet, der mich wirklich adden will, den ich wirklich kenne, dann muss halt jemand was weichen. Und ja, ist dann irgendwer. Also, schon mal Entschuldigung im Voraus, aber bisher ist er noch nicht voll. Also alles gut. Okay, hat ein Wildgrowth, das schon mal überragend ist für ihn. Unsere Startkarten sind ziemlich crap, aber naja. Hast du eigentlich schon Mörgel? Also die Mörgel, meinst du diesen Schamanen-Mörgelten da? Nö, nee, hab ich nicht. Nö, nee, hab ich nicht. Kann ich mal sagen. Ich könnte jetzt natürlich meinen Link da rein posten und dann könnt ihr das vielleicht machen. Aber wisst ihr nicht. Also wenn es jemand machen will, gerne. Aber ich bin jetzt auch kein Schamanen-Spieler. Deswegen eigentlich ist mir relativ egal, muss ich sagen. Keep auf Ulderman, wenn er mitkehrt. Oder Peacekeeper. Mir gefällt der Keeper ganz gut. Schau beim Swipe halt, würde ich sagen. Okay, ich glaube, ich in allem da rein. Einfach, dass wir gegen Swipen nicht ganz so hart verkackt haben. Sind am Ende drei der Free Packs. Wirklich? Das wusste ich nicht. Dass man da Packs bekommt? Packs mit dem. Mit, Packs mit dem. Dem Murloc da? What? Wirklich? For real? Oh. Lol, ist der greedy. Ja, GG. Well met. Wo kann man Link sehen? Hier, ne? Aber wirklich, das ist, ich hab das. Ihr habt mich gefragt, okay? Nur ich will das nur klarstellen. Ihr habt mich gefragt, nicht andersrum. wir sind am Arsch. Der bleibt am Leben. Verkackt. Verkackt. Hart verkackt. Holy shit. Yo, wir haben hart verkackt. First lose, aber ist okay. Wir haben oft genug gewonnen.
Eieiei, ist der dritte Emperor Proc. Ne, der zweite. Ne, der dritte. Der dritte. Holy shit. Dritte. Der dritte. Not good. Not good at all. Freund 1, Mörgel, jeder weitere eine Packung. Ja gut, also für eine Packung lohnt es sich wirklich nicht. Muss man wirklich sagen. Für eine Packung lohnt es sich wirklich nicht. Oh Mann, wir sind so am Arsch. Was wollen wir machen? Ich glaube, wir müssen Rag, einfach YOLO und hoffen, dass wir den Taurisan treffen. Was hätten wir da reintraden sonst, falls wir den treffen, bis der dagegen stirbt? Holy... Also bitte. Das ist ein Witz, oder? Das hätte Rag, glaube ich, jedes Mal Face getroffen. Ah, das gleiche, wir können aufgeben. Er hat 5 Karten, die 0 Mana kosten. Das ist kein Witz. Oh mein Gott. Können sie aus dem Tod sind. Das ist kein Witz, ja. Well met. Jetzt hat der Taurisan. Wenn der Taurisan auf dem Blatt bleibt, ist halt GG. Oh, 5 Damage. Und noch ein 0 Mana Karten hinterher. GG. Hat er gut gemacht, der Junge. By the holy light. Alles klar. Yo, jetzt hab ich ihn rausgehauen. So. Alles klar. Okay, Leute. Wollt ihr Musik hören? Oder nicht? Ich hab gerade aus dem Gaming rausgehauen. Ich bin sofort wieder da. Wollen wir Musiker machen oder nicht? Weiß nicht. You want or not? Forget what frightens you and find a table. Hui, kannst du Low-Budget-Decks für Low-Elo empfehlen? Aber klar, da gibt's nur eine Antwort. Also wenn du wirklich... Es kommt an. Willst du Spaß haben oder gewinnen? Wenn du gewinnen willst, Zoo ist der absolute Low-Budget-Killer. Er killt alles im Rang 15 und es braucht keine Legendaries, braucht nur zwei Epics, kaum Karten, du kannst auch irgendein Garbage rein tun, das funktioniert trotzdem. Zoo ist der absolute... Knack. Ist der absolute Killer in Low Elo. Kann man das so sagen? Kann. Low Elo ist so ein komischer Begriff, aber ja, manchmal stimmt es auch. Ansonsten, Schaman ist auch gut, aber Schaman braucht mehr Karten. Also ein bisschen mehr, aber auch nicht viele. Und. Auch Tempo Warrior ist relativ okay. Du brauchst nicht unbedingt Grommage. Du kannst auch ohne Grommage spielen. Ansonsten wird es schwer. Die drei sind durch die besten. Zoo, jegliche Varianten. Agro-Schamane. Und Tempo Warrior. Was in der Richtung? Das ist das Beste, denke ich. Und hier spielen wir gegen Zoo. Und jetzt wird gleich mal sehen, wie krass Zoo ist. Und zerfetzen. Zoo ist. Richtig schlimm für uns. Fast schon wie Rogue, aber nicht ganz so schlimm. Stack ist okay gegen Su sogar, weil wir haben noch Reno, aber jetzt spielen auch nicht jedes Game Reno, das Problem. So, ja, gut. Na, ist ultra bitter. Wir haben halt Pyromancer Quality, was ganz okay ist. Das ist das einzig Gute. Das Einzige, was gerade für uns spricht. Paddler, Paddler, Paddler. Kein Problem, neues Kick. Dafür ist der Stream da. Ihr könnt gerne alle möglichen Fragen stellen. Dafür ist der Stream da. Und zack. GG. I hate you so much. Yo, das ist ein guter Draw. My shield for Argus. Ja gut, wir werden das Spiel verloren.
kann man jetzt schon sagen. Kann man jetzt schon sagen, Spellbreaker. Aber ja, ist vorbei. Wir brauchen schon Reno jetzt. Also nächste Runde. Nee, übernächste. Nächste oder übernächste Runde brauchen Reno. Dann wird's auch was. Ansonsten nicht mehr. Tralala. Ja. So halt, ne? Okay. Das ist sogar ganz ordentlich, der Draw. I guess it's okay. Oh, wir sind ja auch so tot. Wow. So. There you have it. There you have it. So is shit. Yo. Ich hasse Su. Habe ich noch genug gesagt. Ich finde Su ist noch viel schlimmer als Schaman. Ich spiele lieber gegen Schaman als gegen ihn. Su ist so einfach zu spielen und so stark. Und es gibt so wenig Counterplay. Du brauchst perfekte Karten, um gegen Su zu gewinnen. Und es gibt so wenig Counter gegen Su. Su kann gegen alles gewinnen. Das ist krasse. Gegen Schaman. Consecration ist gut gegen Schamane, weil es ein Agro-Schamme ist, aber falls es ein anderer Schami ist, ist Consecration gar nicht mehr so geil. Ist alles okay, aber nicht. Es ist alles irgendwie ganz okay, aber nicht so richtig gut ist dabei. Das heißt, wenn wir was Section, könnte sein, dass wir was Gutes, Besseres oder Schlechteres bekommen. Ich glaube, ich keep einfach alles. Ich denke, die Handkarten sind okay so. Muss man wirklich sagen. Die sind okay. Done. Zack. Das war's. The light protects me. So. Es ist Agro-Shami. Das ist schon mal gut zu wissen. Gut ist die Frage, aber es ist gut zu wissen. Sehr gut, es ist kein guter Start von ihm. I like this. Er braucht jetzt einen Rockbiter Weapon. Was Schönes. Also was Gutes für uns, weil er muss die verschwenden und so und dann hat er keinen Burst Schaden mehr. You know what I mean, da ist die Rockbiter Weapon wie vorher gesagt. Aus Totem, interesting. Und der Golem. Alles klar. Alles klar. So, schauen wir mal. Mir macht so keinen Spaß mehr auch nicht. Ich habe ja gesagt, wenn es ums Gewinnen geht, Su. Wenn es nicht geht, dann irgendwas anderes. Aber wenn es ums Gewinnen geht, ist Su einfach das Beste in Low Elo. Da gibt es keine Diskussion. Es ist einfach so. Das ist ein guter Zug. Wir kriegen den Buff hier. Und wir haben Blood Knight, was cool sein könnte. Genau, Cthun. Cthun braucht unbedingt diese 4-6er Legendary, also diese Taunt, diese Doppel-Taunt. Wer die nicht hat, braucht keine Cthun-Deck spielen. Die ist der Grund, warum man Cthun spielt. Der Grund, warum man Cthun spielt, ist nicht Cthun selber, sondern diese Karte. Muss man sich mal vor Augen führen, so stark sie. Oh mein Gott. Leute, it's coming. Blood Knight. Okay, alles klar. Wir könnten sogar endlich schon. Nee, lieber nicht. Heben wir noch auf. Blattern muss hier kommen. Muss hier einfach kommen. Die Frage ist nur, ob wir
wir beide absorbieren und dann einen neuen anderen machen, oder wir nur den gegnerischen absorbieren, darf noch den Totemgolem killen. Ich denke, ich finde ein 6-6 ist gut genug hier. Ja, ein 6-6 ist gut genug. Machen wir es mal so. Weil das ist auch 2-2 wert. Aber der ist wohl sowieso, wahrscheinlich sowieso gehext. Das heißt, das ist völlig okay, dass der jetzt nur ein 6-6 ist. Weil hier, wenn es das Zeige kriegt, der hat mit +3/+3 bekommen, dafür ist aber ein Hex-Target, deswegen ist es ungefähr gleich gut. Und ich bin 2 Minuten besser als 1. Und das ist sowieso so gehext, also ist gut, dass wir uns die Mindschild eben aufgespart haben. Yo, das ist stark. Kolo ist okay hier. Ich will nicht den Paramount verschwenden. Schön. So. Totem. Oh ja. Oh ja. Oh ja, mein Gott. Oh mein Gott. Oh, oh. Evil gut für uns. Zack, zack, zack. 3 Schaden, Konzek. Sehr nice. Bei Rock war das draußen, hat keinen Burst-Schaden mehr, ist schon mal gut. Oh. Der wird halt vielleicht noch einen eigenen heilen, lieber nicht. Come on, wir töten einen Rätsel, bevor er uns töten kann. Wir drehen hier den Spieß um und das ist gut. Ist auch wahrscheinlich ein Midrange-Schami, weil der Hex ist eigentlich komisch. Ist irgendwie so eine Mischung aus Midrange und Agro-Schami, glaube ich. Naja, voll okay. Auch voll okay. Lightning Bolt? Fragezeichen? Nö. Ah, das klar, ja gut. Der ist halt super hier. Entweder killt dieser Dino oder unser Gesicht, was so nice ist. Hoffentlich geht da unser Gesicht, ist ja besser hier. Ist alles sicherer, aber der Kolo ist auch okay. Beides ist super. Okay, unser Gesicht. Super. Very, very nice. Aber ihr seht schon so ein bisschen, das Deck ist halt schon sehr abhängig von Reno. Wir haben jetzt 2 Games, die noch nicht gezogen haben, 2 Games verloren. Und dieses Game haben wir zwar nicht gezogen, aber wir haben trotzdem sehr gut den Curve gehabt. Und wir hatten einen krassen Blood Knight, muss man auch sagen. Blood Knight ist wirklich, Blood Knight ist so die Karte, wo ich am stolzesten drauf bin, dass ich das in dem Deck habe. Ich finde es richtig cool, dass die klappt. Es war so nur so, hey, warum nicht eigentlich Blood Knight? Ich gespielt und da war richtig damit krass abgegangen. Es war natürlich Glück, aber ich meine, es klappt wirklich oft öfter, als man denkt. Oh, Enter the Colony ist natürlich super nice. Deshalb haben wir noch gar keine gespielt, soweit ich weiß. Enter the Colony ist einfach zu gut, glaube ich, um es nicht zu machen. Ja, müssen wir machen. Kriegt nur den... Ich weiß gar nicht. Kriegt er dann den oder den? Weiß jemand im Chat? Kriegt er dann den, der aktuell die höchste hat? Oder den, der sozusagen von der Karte an sich die beste hat? Weil das ist natürlich das da... Egal, es ist sowieso egal, aber trotzdem interessiert es mich. Ich denke, wir kriegen jetzt... Dass der überlebt, der Spirit Wolf. Tatsache. Lustig. Gut, Spiel ist vorbei. GG. Enter the Colosseum ist richtig nice. Richtig godlike. Danke Jackie Chan für diese Karte. Die ist richtig, richtig gut. Warum habe ich die davor nicht gespielt, frage ich mich inzwischen. Ist klar, das ist mich ein Scheißdreck. Ah, Hero Power. Das... Und das. Yo. Get wrecked.
So.